Hallo und herzlich willkommen zu League of Legends mit dem kleinen April-Scherz von Riot nochmal. Ich habe es geschafft, Nidalee zu picken. Ja. Hat aber auch ordentlich gedauert. Drei Games musste ich abwarten, weil immer irgendein Summoner keinen Champion gepickt hat, was mich ziemlich angenervt hat. Aber letztendlich habe ich es geschafft. Und letztes Mal, also bei der Folge vorher, habe ich ja irgendwie, keine Ahnung, aber am Anfang irgendwas abgeschnitten, war ziemlich dumm. Doof gelaufen, aber egal. Darum fange ich jetzt ein bisschen früher an, vor allem, weil ihr so auch das Team sehen könnt. Die Bans und Picks habe ich mal rausgelassen, weil das ist auch, naja, ich finde es halt auch ehrlich gesagt nicht so spannend jetzt, weil es nicht so ernst ist. Und weil die ganze Zeit nur Niederländisch geschrieben wurde im Chat. Voll gemein. Versteht man ja kaum was. Das nervt mich eigentlich immer total, wenn irgendwelche Leute in Spielen meinen, sie müssten kein Englisch schreiben, weil, pff. Ich schreibe nur meine Sprache. So, Nocturne hat es auch geschafft. Fantastisch. Jetzt sind wir alle bei 100%. Kann losgehen. Kann losgehen, sagte ich. Na? Fantastisch. Da mache ich direkt den Sound ein bisschen lauter, weil der war bei der letzten Aufnahme ein bisschen leise. Musste ich ordentlich nachregeln. Ja, fange ich mit dem Doran's Ring an. Und zwei Pots. Speer oder. Ja, lieber den Speer. So, ich habe Nidalee, die wahrscheinlich ziemlich OP sein wird hier. Ich kann mich heilen, was kein Mana kostet und ziemlich schnell immer wieder da ist. Hat schon nur 2 Sekunden Cooldown. Dann die Traps, wenn ich die dann habe. Womit ich echt alles voll trappen kann. Glaube ich zumindest, außer wenn die irgendwie wirklich runtergeregelt wurden. Und alle anderen 1,2 Sekunden mein Spare. Ist hier nur heftig. Doch witzig. Es ist halt einfach auch keine Verschwendung jetzt. Ich könnte mich an den Spielmodus gewöhnen. Sind die überhaupt noch in dem Busch? Sind die gar nicht. Zack. Ja. Nein. Ah, es waren aber Minions, die ich da getroffen habe. Aber mit Nidalee kann ich die auf jeden Fall ordentlich auf Distanz halten, weil die können halt. Oh, fuck, 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 fuck. Tower Diven sollte ich trotzdem nicht. Ich werde übermütig. Oh, oh. Gar nicht cool. Obwohl, ich kann hier auch im Busch stehen bleiben und warten, bis ich gereckt bin. Ist das witzig? Kill it. Kill it. Yeah, geile Sache. Da möchte ich mein Ward haben. Oh, ich sollte vielleicht trotzdem da bleiben, weil ich möchte leveln. Warum hat ein Ash Teleport mitgenommen? Ist ja Quatsch. Oh. Fuck. Dann lieber erst Heilung. Nicht 3 drücken, sondern E wäre cool. Okay, die Heilung, die 2 Sekunden, merkt man doch noch.
Ist halt nicht so, dass ich mich instant immer wieder hochheilen kann. Vor allem, wenn ich uns beide heilen muss. Da ist doch gewardet durch die Fähigkeit. So, erstmal wieder ein bisschen Heilung. Wäre voll nice. Bisschen mehr noch, noch ein bisschen mehr, nochmal. Nochmal. Zack. Jawoll. So macht man das. Dann die Claws, weil damit kann ich auch ordentlich was machen. Den Schaden unterschätzt man am Anfang, habe ich gehört. Wurde mir erzählt. So, jetzt aber wieder den Speer. Ich rede ein bisschen wenig, aber bei League of Legends, das ist unglaublich. Da muss man echt so viel reden. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, ich werde nie meine Ulti nutzen mit Nidalee. Wozu auch? Oh, da wollt ihr ihn gar nicht treffen. Oh, Ashy kommt wieder. Hey, Ashy. Hey, Ashy, you know what? You will die. Wir sind da zu dritt, wie gemein. Wir werden wahrscheinlich auch gleich kommen. Tja. Die Speere sind brutal böse. Die sind brutal böse. Und dann kann man sich noch immer heilen. Das ist witzig. Und nochmal einer. Ja, Support bin ich jetzt eigentlich nicht wirklich. Aber wirklich ernsthaft spielen kann man das sowieso nicht. Und zum wirklich ernsthaft spielen kann ich ohnehin gar nichts. Bin ich einfach zu schlecht. Ich möchte die Ulti noch gar nicht skillen, bringt mir nichts. Kann ich zwar, obwohl als Panther kann ich dann instant Dauer angreifen. Das ist natürlich auch nicht ohne. Boah, dat Poke. Oh, da ist er gerade noch so gedodged. Komm doch zu mir hin! Na komm doch! Fantastisch, und ich habe noch nicht mal Items. So, jetzt gehe ich mal back. 3300 Gold kann man ja mal ausgeben. Oh, kommt der Speer noch? Ne, der Speer kriegt mir nicht mehr, kriegt mir gar nichts mehr. Zack, ja, komm, instant Rabadons, oder?
Klar. Ich hätte auch noch gerne Schuhe eigentlich. Ah, beim nächsten Mal. Na, wo bist du? Ne, Liebe, eil dich. Deshalb wollte ich wohl gerne Schuhe haben. Assist. Ja gut, ich mache trotzdem mal eine Ulti zum Wave-Clearen, ist nämlich sinnig. Und auch einfach, damit ich schneller bin, wenn ich dann mal neu starte. Zack. Wie man eigentlich einfach gar nicht mehr Skill braucht zum Zielen, weil man einfach so viele schmeißen kann, dass es dann auch egal ist. Ey, das ist so schön. Endlich kriege ich mal was hin im Spiel, sonst bin ich immer so scheiße, Leute. Ich bin so schlecht in League of Legends. Und endlich kann ich mal was. Und das auch nur, weil ein Spielmodus total scheiße ist. Aber dadurch sehr witzig. Oh, das war knapp. Sag noch so, hier, komm. Nimm die letzten paar Lebenspunkte auch noch. Den Tower nehmen wir jetzt mit. So, weiter, weiter, weiter. Oh. Aber wir werden bestimmt gleich gegankt. Klar, aber was sollen sie noch machen, ne? Ich glaube, hier kannst du ziemlich gar nichts machen. Gegen Nidalee. Was? Sie hat nicht getroffen? Ich habe keinen treffenden Dingens gehört. Ah, ich habe den auch noch gerettet. Geile Sache. So. Alles klar. Ich nehme gerade auf, sorry. Da ist gerade wer an der Tür gewesen. Ich bitte dich zu entschuldigen. Komm weg. Nein! 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 Shit. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich gewesen. Egal. Alles auf Ability Power. Ganz ehrlich. Einfach voll auf Ability Power. Boah, noch mehr Cooldown Reduction. Lohnt sich eigentlich kaum bei so kurzen Cooldown-Zeiten, oder? Boah, ich habe keine Ahnung, was nehme ich da? Ah, schneller! Kann ich noch ein zweites Rabadons? Ja, erstmal das Ding da. Kann ich mir noch entscheiden, was von den dreien. Wessen Tower haben sie genommen? Ach so, ein Top Tower, fantastisch.
So, den Speer noch einmal weiter. Schade. Naja, machst du nix. Ich könnte langsam auch mal zusehen, dass ich in andere Lanes gehe. Mache ich gleich auch. Oh fuck, voll daneben gesprungen. Das war natürlich peinlich. So, die pusht und jetzt gehe ich in die Mitte. Komm her, Nidalee. What the fuck? Hat die Macht die Schaden? Ich glaube, die macht mehr Schaden als ich. Das hier überkrass. Was die da raushaut. Fuck! Die spielt Nidalee zumindest besser als ich. Das tut sie. Das ist jetzt ärgerlich. So, was mache ich jetzt daraus? Ich kann daraus auch Sonjas bauen. Aber nur ein bisschen Armor. Kann ich machen. Mache ich. Meine Sonjas draus. Shit, zwei Deaths schon. Das ist natürlich traurig. So, schön schnell kommen. Mit dem Springen geht das ganz fix. Boah, Alter, da hat die mich erwischt. Fantastisch. So nicht anders. Scheiß auf die Ulti. Heilen brauche ich mehr. Obwohl die Ulti auch wohl ziemlich mächtig ist, wenn man halt dauerhaft angreifen kann. Oh, mein Heal macht jetzt aber auch schon wieder so viel Heilung. Das ist fantastisch. Ist wundervoll, das anzusehen. Komm doch da raus, was machst du denn da drin? Tja, Nidalee, das war's. Weg. Die Speere sind zu geil. Ich muss viel mehr Traps legen, fällt mir gerade ein. Das ist viel besser. Zack. Naja, tanken tue ich den trotzdem nicht. Das kann ich halt immer noch nicht. Wo ist sie hin? Na egal, mache ich die Wave da eben weg. Weg. Also kann ich eben noch pushen. Ja, ja, ja. Einmal zum Pushen bringen, bitte. Dann gehe ich mit.
Läuft doch gut, die sind schon wieder auf dem Rückzug. Okay, da sehe ich schon wieder Speere fliegen. Aber vielleicht sollte ich... Ich gehe nochmal vorher weg. Die kommen da an. Ich habe jetzt Sonjas. Und... Nochmal das und das. Was wollt ihr, hä? Ist ihr da noch drin? Jawohl, den habe ich noch gekriegt. Schöne Sache. Oh, den hätte ich retten können, wenn ich den geheilt hätte. Boah, jetzt reicht mir hier mit dir. Wieder zurück, ich muss mich heilen. Sonst geht hier gar nichts mehr. Nochmal Heilung mehr, dann kriege ich mich fast voll damit wahrscheinlich. Oh. Tja, da haben sie es surrendert. Ja. Nidalee, macht Spaß. Vor allem in dem Modus. Es ist auf jeden Fall eine Freude. Ich hoffe, es war auch euch eine Freude zuzuschauen. Mir hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, es ist auch bei vielen anderen so, aber bei mir ist es vor allem so, ich muss mich auch selbst in solchen Spaßgames bei LoL noch unglaublich konzentrieren. Das heißt, ich kann nicht mal annähernd so viel labern, wie ich sonst laber. Ich hoffe, es war trotzdem halbwegs sehenswert und ja, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Runden spielen. Ich denke, die ein oder andere werde ich bestimmt aufnehmen. Also, vielleicht bis zum nächsten Mal wieder mit League of Legends, Ultra Rapid Fire Mode und mit mir, dem Luca. Bis dann.